nicht. Du musst aber. Ich singe dir noch ein Gute-Nacht-Lied. Dann schläfst du. Hey, wer klopft denn da? Hallo, Greta! Molly, wuhu! Endlich bist du wieder da! Hey, Greta, was geht ab? Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, ganz gut. War ziemlich anstrengend zu Weihnachten. Aber das ist ja jetzt erstmal vorbei. Jetzt habe ich Urlaub. Ist das nicht toll? Ja, toll. Ich freue mich voll. Wolli, zeig dich doch jetzt endlich. Greta können wir vertrauen, glaub mir. Ich will aber nicht. Wer ist das? Ach, das ist mein nerviger Bruder. Hey, was heißt denn nervig? Ich bin überhaupt nicht nervig. So eine Frechheit. Ah, ich sehe ihn. Ah nein, du hast mich reingelegt. Jetzt hat sie mich gesehen. Wenn wir uns ärgern, werden wir sichtbar. Ulkig, nicht? Ja. Molly, wir müssen jetzt weiter. Was, jetzt schon? Ja, leider. Wir haben noch was zu erledigen. Aber ich wollte dir noch ein Geschenk geben, damit du nicht so traurig bist, weil ich so schnell weg musste. Echt? Was denn? Hier, bitte. Was ist das? Eine Fernbedienung? Wofür ist die? Wenn du den roten Knopf drückst, hältst du die Zeit an, aber nur für ein paar Minuten. Und mit der blauen Taste läuft die Zeit wieder weiter. Ach Quatsch, sowas gibt es doch gar nicht. In eurer Welt gibt es sowas auch nicht, in unserer schon. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann probier's doch mal aus. Hey, sie hat voll die coolen Sachen. Das ist ja... Wow! Sowas wollte ich schon immer mal haben. Zum Spielen. Ich weiß. Habt ihr mich eben angehalten? Ich musste Greta doch zeigen, dass das wirklich funktioniert. Toll, aber dann können wir jetzt ja gehen. Ja, wir müssen leider. Schade. Vielleicht kannst du uns ja bald mal besuchen kommen. Das wäre toll. Bis bald, Greta, und viel Spaß mit der Fernbedienung. Tschüss. Tschüss und danke. Das muss ich gleich an meiner Familie testen. Hallo, Anna. Greta, raus aus meinem Na, du sagst ja nichts mehr. Hä, schimpfst du gar nicht mehr, was? Hihi, wollen wir mal sehen, was sie hier so treibt. Hausaufgaben? Aha, langweilig. Oh, ist sehr gemütlich. Ups, Verzeihung. Ups, noch einer. Immer. Hä? War Greta nicht eben in meinem Zimmer? Habe ich mir das eingebildet? Egal. Hey Papa, was machst du gerade? Ach, ich hatte einen kleinen Hunger zwischendurch und wollte mir ein paar Spiegeleier machen. Möchtest du auch welche? Nö, danke. Was hast du denn da? Ein neues Spielzeug? Ja, das hat mir meine Freundin geschenkt. Das ist aber nett. Welche Freundin? Die kennst du nicht. So, so. Ah, nicht doch. Hab ich dich. Hä, ist das Ei nicht runtergefallen? Aber es kullerte doch runter. Hä? Nein. Aber ich hab's doch gesehen, wie es den Tisch runtergekullert ist. Komisch. Na egal. Papa, darf ich ein bisschen nach draußen gehen? Ja klar, magst du Bello mitnehmen? Ja, mach ich. Na, Bello, ob wir jemanden treffen, der vielleicht unsere Hilfe braucht? Was meinst du? Obwohl hier schon ein Mülleimer steht, werfen die den Müll daneben. So eine Frechheit. Ich kann es nicht verstehen. Guten Tag. Guten Tag, kleines Fräulein. Nanu, wo ist denn der Müll hin? Eben lag doch da noch was. Hab ich das geträumt? Seltsam. Oh, der Eiswagen ist
schon da. Juhu, habe ich eine Münze dabei? Oh, habe ich so ein Glück. Menno, die Schlange ist ja riesig. Das wird ja ewig dauern. Was darf es denn sein? Ich hätte gerne bitte eine Kugel Schokoeis. Hä? Ich war doch der Nächste. Wo kommst du denn plötzlich her? Ich stand die ganze Zeit vor dir. Hey Papa, ich bin wieder da. Na Greta, war's schön? Hast du was erlebt? Ja, war ganz lustig. Du, Papa? Ja? Darf ich dir ein Geheimnis anvertrauen? Na klar, immer. Du sagst es niemanden, auch nicht Mama oder Anna. Hoch und heilig versprochen. Also, Papa. Ja, ich bin ganz gespannt. Ich habe eine Fernbedienung, mit der ich die Zeit anhalten kann. Ach, so ein Quatsch, das geht doch gar nicht. Doch, Papa, es geht. Sowas habe ich mir als Kind immer gewünscht, aber sowas gibt es in Wirklichkeit nicht. Soll ich es dir beweisen? Ja, und wie? Da kommt Anna. Hey Leute, gibt's bald Abend? Ist das wirklich wahr? Das gibt es doch nicht. Und ihr veräppelt mich nicht? Nein, Anna weiß nichts davon. Essen? Ich hab voll Hunger. Wahnsinn. Was denn? Wieso guckt ihr denn so? Hab ich irgendwas auf der Nase? Nee, es ist nix. Wir essen gleich. Okay, ruft mich, wenn es soweit ist. Das müssen wir einmal mit deiner Mutter machen. Bitte, Greta, das wird ein Spaß. Okay. Victoria, wollen wir jetzt Abendessen? Ja, ich komme. Kommt. Habt ihr schon den Tisch gedeckt? Nö. Na toll. Also, was brauchen wir alles? Brot, Käse, Wurst. Ihr hättet wirklich schon mal was machen können. Ständig bleibt alles an mir. Toll, ist das praktisch. Hang, könnt ihr mir jetzt helfen oder nicht? Peter. Jetzt hör auf damit, Papa. Ich will auch essen. Lass Mama frei. Ja, ist gut. Ich mach ja schon. Hä? Komisch. Es tut sich nix. Wie, nix? Na, es tut sich nix. Guck doch, ich drücke und es passiert nix. Nun geh schon. Lass mich das mal versuchen. Hier, bitte. Versuch dein Glück. Hä? Was ist denn jetzt los? Ist die Fernbedienung kaputt? Oh nein, was machen wir denn jetzt, Papa? Ich weiß es nicht. Oh, Papa, Mama kann doch nicht so bleiben. Ich will meine Mama wieder zurück. Ich liebe sie so sehr. Von wem hast du denn diese Fernbedienung? Vielleicht kann uns derjenige ja helfen. Von Molly. Molly, hörst du mich? Bitte komm und hilf uns. Nix, keine Molly da. Was machen wir denn jetzt? Ich will meine Mama zurück. Ach, Greta, der Zauber wird sich bestimmt gleich auflösen. Hoffentlich. Was? Naja, ich denke schon, dass sich der Zauber in den nächsten 5 Minuten auflösen wird. Jetzt fällt mir ein, was Molly gesagt hat. Was denn? Was hat sie gesagt? Sag es mir. Dass die ganze Zeit nur für ein paar Minuten angehalten wird. Na siehst du, wir müssen nur abwarten, dann wird Mama schon wieder normal. Hoffentlich geht die Zeit gleich weiter. Wasser. Peter, kannst du welches aus dem Keller holen, bitte? Mama, du bist wieder da. Juhu! Ich war doch gar nicht weg, Greta. Ich war doch die ganze Zeit da. Was ist denn nur los mit dir? Ach, nix, Mama. Ist alles gut. Puh, das ging ja nochmal gut. Eieieiei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst uns nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr eure Mama lieb habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, uns kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, eure Familie Jansen.